Zukunft gehen wir davon aus, wir sind frei. Sind da Flüche, die gebrochen werden müssen? Bindungen, die es zu lösen gilt? Dinge, unter denen du leidest, ohne zu wissen, woher sie kommen? Tragen wir die Schuld unserer Vorfahren? Wie kannst du diesen Teufelskreis durchbrechen? Was auch immer dein Leben bindet, was auch immer dein Leben schwer macht, was auch immer nicht in deinem Leben gehört, muss raus. Doch findest du dich in denselben Situationen, immer und immer wieder, wie ein Film, der sich aufgehangen hat. Durchlebst du dasselbe immer und immer wieder, bist du wirklich frei. Wenn wir lesen in Johannes 8,36, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Glauben wir das? Im Jahr 1492 verordnete der Landesherr für die Stadt Stuttgart, damit die Stadt rein erhalten wird, soll jeder seinen Mist alle Wochen hinausführen. So entstand die Kehrwoche. Auch in unserem Leben braucht es Befreiung von allem möglichen Müll und Mist. Darum geht es in dieser Serie. Zusammen werden wir erforschen, was die Bibel zu diesen Themen sagt. Sei dabei und werde frei. Kehrwoche. Hey, wisst ihr, das Herz von Jesus ist einfach, hey, darum sind wir auch in dieser Serie, weil Gottes Herz ist einfach, sein Herz schlägt so sehr dafür, dass wir einfach ihn erkennen und mit ihm laufen. Und dass wir wirklich sehen, hey, was eigentlich für eine Fülle und was für eine Schönheit darin liegt, mit ihm zu laufen. Und das ist so, hey, darum machen wir das alles. Darum ist so, wow, auch Kehrwoche, es geht nicht darum, um auf die schlechten Dinge zu fokussieren, sondern manchmal müssen Dinge rausgekehrt werden, dass die schönen Dinge wieder zum Vorschein kommen können, oder? Also manchmal ist es so, wenn man mal daheim mal ein bisschen durchputzt, dann ist der Dreck weg, aber dadurch kommt die Schönheit wieder viel mehr zum Vorschein. Und das ist der Gedanke, worum es eigentlich auch hier geht, dass wir sagen, hey, lass uns ein paar Dinge, weil wir merken, das muss mal was weggekehrt werden. Lass uns die wegkehren und sauber machen, dass einfach die Schönheit, die Gott auch in dich hineingelegt hat, nochmal viel mehr zum Glanz kommt. Oder? Ist es gut? Hey, und das ist echt was, ja, das ist so ein Herzschlag. Und ich möchte da anfangen mit einer Geschichte. Und zwar eine Geschichte von einem Mann und einer Frau, die waren so richtig schön am Daten, haben sich kennengelernt und haben gemerkt, hey, das passt so krass, das ist meine Traumfrau, das ist mein Traummann. Und dann haben die gedatet und irgendwann war der Moment, wo sie sich verlobt haben. Und dann haben sie sich verlobt und dann irgendwie eine Zeit später haben sie dann geheiratet, ja. Und dann waren sie verheiratet, hatten so eine schöne Ehe, so eine schöne Zeit zusammen. Und eines Tages kommt der Mann nach Hause und schaut, wo die Frau ist. Schaut sie in der Küche natürlich. Ne? Und da war sie nicht. Dann schaut er im Wohnzimmer, da ist sie auch nicht. Dann schaut er, und dann sieht er sie, dass sie im Schlafzimmer ist und dass sie dort sich gerade richtig schick macht. So richtig schick. Und er so, oh Mist. Habe ich irgendwas vergessen? Gehen wir heute aus? Und sie, ich gehe heute aus. Und so, cool, dann ziehe ich mich auch noch um. Ich habe gerade noch meine Arbeitsklamotten an, dann mache ich mich jetzt auch noch schön, dass wir zusammen dann hier einen schönen Dateabend haben können, ja, dass wir schön ausgehen können. Und sie so, ich gehe nicht mit dir aus, sondern mit meinem Ex-Freund. Und er so, was soll denn das jetzt hier eigentlich? Was fällt denn dir ein? Und sagt sie, ja, ich meine, ich kann mich doch mit meinen Ex-Freunden treffen. Das mache ich hier mit dem jetzt. Und dann habe ich mit dem vom Studium, habe ich mich auch letztens erst getroffen und so, ja. Hey, aber weißt du was, du bist mein Allerliebster. Also du bist mir viel lieber als alle anderen. Und dann der Mann, der ist komplett perplex und denkt, ja, was ist denn da los mit der Frau? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, so das kann doch nicht sein. Das geht ja gar nicht. Und dann sagt sie so, hey, ich habe dir doch nicht beim Altar, als ich zu dir ja gesagt habe, allen anderen nein gesagt, oder? Sagt er, doch. Als wir geheiratet haben, hast du zu allen anderen Männern nein gesagt. Und diese Geschichte möchte ich einfach ein bisschen für uns mal adaptieren und mal übertragen für uns auf unser Glaubensleben. Weil ganz häufig gehen wir mit Gott genauso um, dass wir sagen, hey, ich habe so meine Side-Hoes, aber Gott, du bist mir schon der Liebste von allen, aber die anderen habe ich auch lieb. Und die anderen, mit denen gehe ich schon auch immer wieder aus. Mit den anderen habe ich schon auch immer wieder meine Sessions. Aber du bist schon mein Liebster.
Und ich finde es recht krass, weil ich glaube, das ist echt so ein Ding, wo wir drinstehen und wo echt eine Schwierigkeit ist bei uns. Und da möchte ich einfach reinschauen. Und darum habe ich den Titel heute genannt, Götzendienst, ich doch nicht. Götzendienst, ich doch nicht. Und weil die Bibel redet da immer wieder und die Bibel nutzt ja auch ganz viel das Bild von Ehe, auch von einer Gottesbeziehung. Also dass Jesus der Bräutigam ist, wie die Braut, das ist ein Bild, das nutzt die Bibel sehr häufig. Das heißt, dass diese Parallele und dieses Bild recht relevant ist, dass wir das auch anschauen können. Und da wird immer wieder auch geredet dann vom Götzendienst. Und Israel, das Volk Israel ist so dieses absolute Muster zum Thema, wie wir eigentlich heute auch ganz häufig leben und in den Problemen. Und da möchten wir heute mal ins Buch Richter ein bisschen reinschauen. Und zwar war das Volk Israel, hatte immer wieder diese Schwankungen. So, sie waren unterwegs voll mit Gott, dann sind sie irgendwie abgekommen, in den Götzendienst gefallen, dann ging es ihnen wieder schlechter, dann kam irgendwie ein Richter, hat er sie wieder zurück zu Gott geführt, dann ging es wieder besser, dann ging es wieder bergab. Also immer die same story, sowas, ja? Und wenn wir das so anschauen, ist ganz häufig das ein Muster, das wir auch bei Christen ganz häufig sehen, ist so von, hey, und dann geht's voll ab und dann geht's wieder voll down. Dann geht's wieder voll ab und dann geht's wieder voll down. Sowas, ja? Und das ist so eine Schwierigkeit, wo wirklich Gott, glaube ich, uns was reinsprechen möchte in, lass uns nicht auf diesen Lifestyle, in diesem Lifestyle weiterleben. Und ganz häufig gibt es eben bestimmte Muster, erkennen wir, die uns abhalten davon und die uns da immer wieder reinführen in dieses Hoch und Runter und Hoch und Runter. Ja? Und jetzt schauen wir mal rein in Richter Kapitel 2, Abvers 10. Und genau, da war das Volk Israel, die sind gerade eingezogen, im Israel und so weiter. Und dann war die Generation von Josua, die das Land eingenommen hat, gerade weg. Und dann war die nächste Generation da. Heißt in Vers 10, und als auch jene ganze Generation zu ihren Vorfahren versammelt worden war, kam nach ihnen eine andere Generation, die weder vom Herrn wusste, noch von dem Werk, das er für Israel getan hatte. Und die Israeliten taten, was böse war in den Augen des Herrn. Sie dienten den Baalen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, der sie herausgeführt hatte aus dem Land Ägypten. Und sie liefen anderen Göttern nach, Göttern der Völker rings um sie her. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn. Und sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten und so weiter. Und dann geht's weiter. Und dann Gott schickte immer wieder Richter, und der sie wieder zurückholen sollte. Sie haben oft aber auch die Richter verworfen. Und trotzdem haben die Richter dann die Leute wieder zurückgeführt und so weiter. Und das ist ziemlich eine spezielle Geschichte. Und das sind einfach ein paar Dinge. Ich habe 5 Punkte heute für uns. Und die nehmen zu an Intensität. Ja? Also bleibt dabei. Also, der erste Punkt ist, hast du dich vom Herz Gottes entfernt? Hast du dich vom Herz Gottes entfernt? Weil das ist so das, was wir als erstes sehen. Sie haben vergessen, sie kannten gar nicht Gott und haben vergessen, was er getan hat. Und das ist was, das wir auch häufig erleben und sehen, ist so, hey, dass auch die Frage, kennst du ihn oder hast du nur vielleicht mal ein bisschen was über ihn gehört? Oder sind wirklich das, was Gott ist und wer Gott ist und ist eine Herzensbeziehung, ist eine Liebesbeziehung wirklich da oder hast du dich vom Herz Gottes entfernt? Darum ist es auch so relevant, auch die ganze Bibel ist voll von, hey, erinnert euch an das, was ich getan habe. Auch bei uns im Glaubensleben ist es sehr relevant, dass wir nicht nur schauen, was er gerade tut, sondern dass wir auch schauen, was er getan hat. Wir sind aber häufig so scharf auf, dass ich in dem Moment jetzt meine Befriedigung habe, dass ich nicht zehren kann von den Dingen, die Gott schon getan hat. Und diese Dinge entfernen uns manchmal vom Herz Gottes oder wir entfernen uns dadurch vom Herz Gottes und vergessen, wer Gott eigentlich ist, vergessen das Herz Gottes, erinnern uns nicht an, dass ich mal einen krassen Moment mit Gott hatte. Es gibt Leute, die entscheiden sich für Jesus, haben wirklich eine radikale Lebensveränderung, merken wirklich wieder eine Rettung, dass die Befreiung da ist und ein paar Jahre später sind sie weg vom Fenster. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal und sollte auch nicht normal sein. Da ist was, hey, wir müssen mehr lernen, von dem zu zehren, was Gott getan hat. Nicht nur, oh, ich spüre ihn gerade nicht, oh, keine Ahnung, oh, hier eine Krise, oh, ist Gott überhaupt da? So, ja, er ist da, erinnere dich. Lass uns nicht vom Herz Gottes entfernen. Dann zum zweiten Punkt, ich muss Gas geben, weil das sind so ein paar kleine Punkte, aber jetzt ein zweiter Punkt hier. Läufst du dem Zeitgeist nach?
Läufst du dem Zeitgeist nach, ist mein zweiter Punkt. Das Ding ist, Israel ist quasi den anderen Göttern nachgefolgt, den anderen Göttern nachgejagt. Und dann heißt es, sie haben dasselbe Leben gelebt. Sie haben sich angepasst, ihrem Lebensstil und der Kultur, die dort an dem Ort, wo sie waren, die Leute, die um sie rum waren, geherrscht hat. Es geht nicht in allererster Linie nur darum, jetzt da eine Statue zu haben und die anzubeten, sondern eine Kultur anzupassen, die nicht göttlich ist. Das ist ein Riesenpunkt. Zeitgeist ist Götzendienst. Zeitgeist ist Götzendienst. Die Leute passen sich dem Leben von ihrem Volk, von ihren Völkern um sie herum an. Und das ist was, das wir so krass beobachten. In Deutschland ist gerade eine massive Bewegung, wo das Volk Gottes anfängt, weil sie vergessen haben, weil sie die Kraft Gottes nicht mehr sehen, weil sie vergessen haben, was Gott schon getan hat und keine Perspektive haben für das, was Gott tut. Weil die Kirchen sich leeren, weil selbst die Freikirchen anfangen auszusterben, fangen sie an, hey, vielleicht sollten wir uns mehr anpassen an der Welt. Vielleicht sollten wir unsere Kultur dem justieren, weil, hey, wenn wir das auch noch da straight sind, oh, dann mögen die uns dann noch weniger. Und dann folgen sie dem Zeitgeist nach und statt den göttlichen Fokus zu haben. Sie dienten den Baalen und den Astarten, das waren wirklich auch geistliche Mächte und wir müssen sehen, das sind Mächte, die herrschen heute auch noch. Wir dürfen, und es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass Zeitgeist nicht neutral ist. Zeitgeist ist nicht einfach nur ein anderes Wertesystem, sondern ist ein geistliches System hinter einem Wertesystem. Zeitgeist ist ein System, es steckt ja schon drin, oder? Zeitgeist. Und die krasse Sache ist, wenn Leute sich dem Zeitgeist öffnen, bekommt er Macht. Und darum zum Beispiel, ich kenne keine Kirche oder keine Professoren oder keine Pastoren, die im Zeitgeist kippen und kraftvoll bleiben. Dann nenn mir mal einen. Ja. Und die Religion vom Zeitgeist heute ist Humanismus. Die Religion vom Zeitgeist heute ist der Humanismus. Und das Krasse ist, wir haben eigentlich einen christlichen Humanismus geprägt in Deutschland. Wir haben einen christlichen Humanismus von es ist einfach das, was ich möchte, weil Humanismus bedeutet, der Mensch ist das Zentrum. Und nicht mehr Gott ist das Zentrum. Also plötzlich hat man, so heißt es in Römer 1 auch, sie haben, beten nicht mehr den Schöpfer an, sondern das Geschöpf. Sie beten nicht mehr den Schöpfer an, sondern das Geschaffene. Plötzlich wird die Natur Gott und nicht mehr Gott. Das ist total krass. Und dann kippt's von dem in das hinein und da hinein und da hinein. Und dann kippt's. Weil Zeitgeist, wenn du dich einmal für den Zeitgeist öffnest, dann sprengt es wirklich die anderen Dinge. Auch wenn du einmal ein Loch in dein Boot bohrst, dann geht das ganze Boot unter. Und das ist wirklich was, das ist so massiv. Humanismus bedeutet, wir haben einen großen Verstand und einen kleinen Gott. Also ich habe einfach nur einen großen Verstand und ich versuche nur Raum für einen kleinen Gott zu geben. Was ziemlich heftig ist, wenn wir zum Beispiel schauen in Römer Kapitel 1, das ist ein, möchte ich dir echt mal ins Herz legen, das mal zu lesen und einfach mal auf dich wirken zu lassen. Vor allem ab Vers 18. Und da geht es ganz viel um die Gefallenheit von der heidnischen Welt. Also Römer 1 geht sozusagen die Heiden sind verloren. In Römer Kapitel 2 geht es darum, die Juden sind verloren. Und in Kapitel 3 geht es, alle sind verloren. Okay? Also Heiden nix, Juden nix, alle nix. Ja? Und dann kommt eben das, hey, aber Christus, aber Jesus, alle haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt, aber Jesus. Ja? Hey, und in Römer 1, da ist so krass, weil da ist dann, geht es einen ganzen Block um die Gefallenheit von der Welt. Und eigentlich beschreibt es sehr stark den Zeitgeist, was es heißt, wenn die Leute anfangen, obwohl sie eigentlich Gott erkennen müssten, beten sie nicht Gott an, sondern das, was geschaffen ist. Fangen an, dass der Mensch plötzlich Herr wird. Und dann kippt es und kippt es und kippt es. Was ziemlich krass ist, ein Drittel von den ganzen Worten, die Paulus nennt, über die Gefallenheit, über ein Zeichen, woran wir erkennen, dass ein System gefallen ist, geht um sexuelle Perversion. Also über ein Drittel, das ist fast die Hälfte sogar, geht es um sexuelle Perversion. Und was heißt es jetzt? Heißt es jetzt, dass es die
absolute Obersünde ist. Nee, sexuelle Perversion, sexuelle Sünde ist nicht die Ultrasünde, die, sag ich mal, viel schlimmer ist als alles andere, sondern sexuelle Perversion. Sexuelle Perversion ist das absolute Zeichen für den Zeitgeist. Sexuelle Perversion ist etwas, das absolut aufzeigt und darstellt und sichtbar macht, dass wirklich nicht mehr es nach dem Herzschlag Gottes gelebt wird. Und das ist ein ziemlicher Challenge, weil warum genau dieses Thema? Weil das Thema Sexualität ist das Thema, das jeden Menschen krass beschäftigt. Das Thema Sexualität, warum? Weil das hat Gott in den Menschen hineingelegt und dort ins Bild von Ehe, was etwas Heiliges ist, was Gott geschaffen hat. Also Ehe ist keine Erfindung von Menschen, sondern von Gott. Das heißt, es ist eine Gottesordnung, weil er sagt in Epheser, hey, so wie so Braut und Bräutigam, eine Ehe ist das Bild für Jesus und seine Gemeinde. Das heißt, dass die Ehe sowas Heiliges ist, dass eine göttliche Sexualität sowas Heiliges ist, weil es darstellt, wer Gott ist. Und darum ist sexuelle Perversion ganz klar ein so starkes Zeichen, ein massives Zeichen von Zeitgeist. Weil es verdreht, wer Gott ist. Und da geht es nicht nur um richtig und falsch und um dies und das, sondern es geht um, diese Dinge müssen wir erkennen. Ja. In Jakobus 4, Vers 4 bis 5 heißt es, ich challenge uns heute ein bisschen, ist okay? Ja? Ich bin ja nicht jede Woche da. Also, da heißt es dann, ihr Ehebrecher, in Jakobus 4, Vers 4 bis 5, ihr Ehebrecher, ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ich sage es noch einmal, wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Meint ihr, die Schrift sage umsonst, dass der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, eifersüchtig auf unsere Treue bedacht ist? Hey, Gott ist so eifersüchtig auf unsere Treue. Und es heißt, hey, wir Ehebrecher. Und nicht, weil du die Ehe, sondern weil es im Gottbezug, Ehebrecher. Weil es ist wie Götzendienst, ich gehe Gott fremd. Ihr seid euch nicht bewusst, dass die Freundschaft mit der Welt euch zu Feinden Gottes macht. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Christen einfach sagen, hey, ich komme mal sonntags in die Church und fühle mich ein bisschen christlich, ich habe ja meine Hand gehoben und immer noch in absoluter Freundschaft mit dem System und mit dem Zeitgeist ist. Und nicht sagt Jesus, und ich gebe es dir hin, auch wenn ich es gerade anders will. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Es wird immer besser. Der dritte Punkt ist dein Herz zufrieden in Gott? Ist dein Herz zufrieden in Gott? Ich lese mal vor Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Da heißt es, da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb. Und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Hey, da wird klar, Jesus, Mann, er hat sein Leben für dich gegeben, dass dein altes Leben vorbei ist. Dass Neues aufbricht, yes! Hey, ich bin ein neuer Mensch. Mein altes Leben ist tot. Mein altes Leben ist gestorben. Das ist mit Jesus gestorben. Das ist tot. Hey, und darum, deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Das heißt, das alles hier ist Götzendienst. Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, falsche Leidenschaften, Geldgier. Hey, und da heißt es, Götzendienst ist nicht einfach nur eine Statue anzubeten. Götzendienst ist nicht, ja, ich habe halt irgendwie, was auch immer, ich bete jetzt halt nicht mehr Jesus, sondern halt Mohammed an oder sowas. Ja, oder Allah an. Sondern es geht um
In wem ist dein Herz zufrieden? In wem ist dein Herz befriedigt? In wem? Und das ist Götzendienst in unserer westlichen Welt ist, wo ist dein Herz, wo findet dein Herz Nahrung? Wo wird dein Herz ernährt? In Römer 12, Vers 1 bis 2 heißt es, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, das dem Gott, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Also Gottesdienst ist mein Leben. Oder also Gottesdienst ist mein Leben. Also mein ganzes Leben gebe ich ihm quasi, das ist ein Gottesdienst. Also Gottesdienst ist nicht nur das, was ich hier habe, sondern mein ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Und wenn es kein Gottesdienst ist, ist es Götzendienst. Wenn mein Leben kein Gottesdienst ist, dann ist es Götzendienst. So haben wir mal eine bisschen gute Unterscheidung. Was ist in deinem Alltag? Was ist, wenn du in deinem Beruf bist? Was ist, wenn du zu Hause in der Familie bist? Was ist, wenn du hier bist? Wie ist es gerade Gottesdienst oder ist es Humanismusdienst? Ich brauche, ich will, ich will, ich will. Ziemlich krass, gell? Weil das ist Götzendienst. Jede Alternative zu Gott ist ein Götze. Überall, wo du Ernährung holst, überall, wo du Nahrung holst, ist Götzendienst. So, ja? Und wir dürfen erkennen, dass hinter diesem Götzendienst ist auch dort immer, da stand immer auch eine Macht dahinter. Es steckt immer Macht dahinter. Das bedeutet, wenn wir in den Götzendienst gehen, dann öffnen wir uns für geistliche Aktivitäten, die gegen uns arbeiten. Oh, ich überfordere heute echt alle ein bisschen, aber jetzt hauen wir einfach mal kurz raus. Dann gehen wir mal kurz weiter hier in Römer 12, Vers 2. Geht es nämlich weit deshalb. Euer ganzes Leben soll Gottesdienst sein. Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten, an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Das heißt, wir lassen uns verändern von Gott in unserer Denkweise und dann erst werden wir wissen, was Gott von uns will. Ich muss nicht erst nur wissen, was Gott von mir will, sondern mich verändern lassen in meine Denkweise und dann werde ich wissen, was er von mir will. Heute sagen wir, ich will und Gott segne meinen Willen. Das ist Humanismus, das ist Götzendienst. Gott, ich möchte dies, und segne meinen Willen. Da kann es nicht gesegnet sein. Und da sage ich dir auch was, da ist natürlich auch Raum, dass auch Druck und geistlicher Widerstand in deinem Leben da ist. Wir fragen uns, warum sind wir so krass geteilt, so krass belastet, so krass unterdrückt, so krass in Süchten? Warum sind 90% der christlichen Männer in Deutschland pornografieabhängig? Das ist nicht was Normales, sondern da ist was da, da ist eine Macht da, die sie gefangen hält und die ist nicht normal, die ist nicht nur durch Disziplin behebbar, sondern es steckt eine Macht und wir dürfen erkennen, dass das Götzendienst ist, weil du holst dir Nahrung von irgendwo anders, du holst die Befriedigung von irgendwo anders und das ist Götzendienst. Das heißt, wo ist dein Herz zufrieden? Dann viertens, Eigensinn ist Götzendienst und zwar Ein Beispiel ist König Saul. König Saul, das war eigentlich ein König, der war teilweise ganz gut, dann irgendwie aber auch nicht mehr. Der war eigentlich doch schon, der hat viel gemacht, was Gott auch wollte. Ja, so nicht alles. Aber dann irgendwann war so der Punkt, wo Gott gesagt hat, okay, hier in 1. Samuel 15, hey, hier musst du alle, auch mit den Tieren und so weiter, die alle töten. Sowas, ja? Und Saul hat gesagt, ah komm, das brauchen wir jetzt nicht machen, alles. Aber so 90% machen wir schon. Und dann heißt es in 1. Samuel 15, Vers 23, Auflehnung ist so schlimm, das sagt Samuel dann zu Saul, Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigensinn so schlimm wie Götzendienst. Ganz korrekt heißt es sogar, Eigensinn ist Götzendienst. Und jetzt können wir sagen, hey, Saulus hat doch, weil wenn wir auch die Geschichte lesen, denken wir so, hey, der war doch so stark mit Gott unterwegs oder zumindest nicht komplett schräg, er ist ja nicht komplett abgefallen. Er war nur mal nicht so ganz gehorsam, sondern eher ein bisschen eigensinnig. Eher so ein bisschen, oh, ich möchte jetzt nicht ganz das machen, weil die Leute sagen, ja, was werden die Leute sagen, wenn wir das machen? Also Saulus war unter Druck, Saul war unter Druck, weil er gedacht hat, oh, was denken wohl die Leute? Ach komm, hey Gott, so 90% Gehorsam, aber 10% eigensinnig.
Und dann heißt es, so Eigensinn ist so schlimm wie Götzendienst, und daraufhin wurde ihm der Geist entzogen. Das heißt, Eigensinn, wo ich sage, ich, einfach das ist nur mein Wille, dass mich mein Willen durchdrückt, dass ich meinen Wunsch durchdrückt bei dem, was Gott irgendwie am Tun sein könnte. Oder wo ich sage, ach Gott, das ist mein Wunsch, dass es so und so läuft. Und also Eigensinn ist Götzendienst, ist total crazy. Wenn wir mal denken, wie eigensinnig sind wir eigentlich? Also wir denken manchmal so, boah krass, ey, wir waren die Leute in der Bibel manchmal gehorsam Gott gegenüber. Das ist normal, heute ist nicht normal. Also normal ist nicht dieser Eigensinn Gott gegenüber. Wenn wir sehen, es ist, also, ja so, stell dir mal vor, Eigensinn ist wirklich Götzendienst. Das bedeutet, stell dir doch mal eine große Statue auf bei dir, keine Ahnung, irgendein Götzenschaubild in deinem Haus. Wäre das nicht komisch? Das ist schon mega komisch. Ich finde es auch immer krass, wenn Christen irgendeinen Buddha stehen haben. Geht gar nicht. Ja, geht gar nicht. Also absolutes No-Go. Ja, absolutes No-Go. Weil da sind Mächte dahinter. Ich war einmal, wenn ich mal im Laden gewesen, es war so ein großes Möbelhaus und ich war dort und bin da gelaufen, habe plötzlich so einen heftigen geistlichen Druck gespürt. Und ich habe richtig Beklemmungen, ich habe richtig geschwitzt, ich habe gemerkt, irgendwas ist ja gerade richtig komisch. Und dann laufe ich 3 Schritte weiter und gucke ums Eck rum und dann ist dort ein riesen Wand, wo lauter verschiedene Buddha und so buddhistische Statuen und so Figürchen und so weiter sind. Es war für mich klar, was das einfach jetzt war, weil ich habe diesen Spirit gespürt, der dort steckt. Sowas, ja, wir dürfen nicht unterschätzen, was dort drin steht. Wenn wir sagen, das ist ja komisch, dann sollte Eigensinn auch komisch sein. Und ich bin echt herausgefordert, weil ich bin auch eigensinnig. Ja? Okay. Und noch der letzte Punkt, 5. Ungehorsam ist Götzendienst. Ungehorsam ist Götzendienst. Jetzt ein Vers, der ist vielleicht ein bisschen ein Challenge nochmal, aber hey, komm, was? Jetzt noch. Komm. Jetzt können wir uns durchballern. Also, Jesaja 66, Vers 3 bis 4. Wer einen Stier schlachtet, gleicht dem, der einen Mann erschlägt. Wer ein Schaf opfert, gleicht dem, der einem Hund das Genick bricht. Wer ein Speiseopfer bringt, gleicht dem, der Schweineblut spendet. Wer Weihrauch anzündet, gleicht dem, der Götzen verehrt. Wahrlich, wie sie Lust haben an ihren eigenen Wegen und ihre Seele gefallen hat an ihren Gräueln. So will auch ich Lust daran haben, dass ich ihnen weh tue und ich will über sie kommen lassen, wovor ihnen graut. Denn ich rief und niemand antwortete. Ich redete und sie hörten nicht und taten, was mir nicht gefiel und hatten ihre Lust an dem, woran ich kein Wohlgefallen hatte. Und der erste Teil ist ja so diese Opfer, die eigentlich Gott zugesagt hat, die sie eigentlich tun sollten irgendwo, sowas. Ja, so irgendwie, das Volk soll opfern, aber nicht einfach nur opfern, sondern aus dem reinen Herzen heraus. Das war eigentlich das Zeichen für Anbetung, die Opfer, die sie da gegeben haben. Genau hier zum Beispiel ein Schaf zu opfern oder ein Speiseopfer oder Weihrauch oder solche Dinge. Und die werden gegenübergestellt, so, wer das einfach nur macht. Wer sag ich mal, Anbetung wer sagt es zu leben, aber dann am Ende nicht tut, was Gott will, ist genau das Destruktive und es ist im Endeffekt genau dieser Götzendienst. Also zu sagen, hier zu stehen und sagen, oh Gott, ich bete dich ja an. Und in deinem Leben zeigt es sich nicht in Gehorsam. Ist die Anbetung nichtig. Das Problem war dort, sie hatten eigene Wege und sie hatten Lust, woran Gott kein Wohlgefallen hat. Weißt du, Gehorsam ist der ultimative Maßstab für Anbetung. Also Anbetung, Worship, ist kein Gesang, sondern Gehorsam.
Worship ist kein Gesang, es ist Gehorsam. Das erste Mal, wo das Wort Worship, Anbetung in der Bibel vorkommt, ist, wo Abraham gerade dabei ist, kurz davor ist, Isaak, seinen Sohn, zu opfern. Und Gott dann interveniert. Das ist Anbetung. Und es war nicht, weil er da oben stand und gesungen hat, Halleluja, sondern weil das, was er getan hat, Anbetung war. Weil er gehorsam war. Und wir ehren Gott, wenn wir gehorsam sind. Wir beten Gott an, wenn wir gehorsam sind. In der Bibel ist das Wort Glaube, heißt Pistis, also im Griechischen Pistis. Das heißt Glaube und Treue ist dasselbe Wort. Sozusagen Glaube und Treue ist dasselbe Wort. Du kannst nicht glauben, ohne treu zu sein, und du kannst nicht treu sein, ohne zu glauben. Alles ist wie dasselbe. Das heißt, Glauben ist Gehorsam. Alles, was uns zufällt durch Jesus, ist durch Glauben, oder? Und Glauben, aber ohne Werke, ist tot. Wir müssen immer das ganze Bild sehen. Aber nicht aus dem, jetzt mache ich halt, mache ich halt, mache ich halt. Jetzt opfere ich halt, jetzt mache ich halt die Speisopfer und so weiter. Sondern, was ist in meinem Herzen eigentlich? Was ist in meinem Herzen? Weil an deinem Gehorsam erkennst du dein Herz. Am Gehorsam erkennen wir das Herz Gott gegenüber. Und ich sage, ja, Jesus, mein Herz. Ich weiß, ich kriege die Dinge nicht so ganz auf die Kette. Aber Jesus, ich liebe dich. Und ich gehe nach, wenn du rufst, dann gehe ich dem nach. Und ich weiß auch die Sache, oh Mann, hey, ich würde es irgendwie gern anders wünschen. Ich habe da eine andere Zuneigung. Ich habe da eine andere, ich wünsche mir es anders. Aber Jesus, ich weiß. Und ich zeige in meinem Leben, mit meinem Leben, den Gehorsam. Gehorsam heißt, ich antworte mit meinem Leben auf meinen Glauben. Gehorsam heißt, ich antworte mit meinem Leben auf meinen Glauben. Also ich antworte mit dem, wie ich lebe, was ich lebe, auf meinen Glauben. Es ist wichtig, da nicht in so eine schlechte Gesetzlichkeit wieder reinzugehen. Es ist immer ein schmaler Grat. Es geht immer als allererstes um die Liebesbeziehung zu Jesus. Aber zu verstehen, wer er ist. Und ihn einfach auch in Ehren zu halten, zu erkennen, nur weil ein Zeitgeist uns gepackt hat, heißt es nicht, dass es Gott jetzt böse mit dir meint. Nur weil der Zeitgeist heute so laut schreit, nur weil wir denken, oh, die Gesellschaft, die möchte was anderes von uns, heißt nicht, dass es der Weg ist, dort mitzurennen. Heißt es nicht, die Bibel mal ein bisschen durch die Waschmaschine zu waschen und zu gucken, was übrig bleibt. Da bleibt nämlich nicht mehr viel übrig. Weißt du, du kannst keinen Glauben erzeugen, aber du kannst gehorsam sein. Also Glauben können wir nicht erzeugen, aber wir können gehorsam sein. Zum Beispiel, du kannst durch Glauben, zum Beispiel, oder durch Glauben zum Beispiel werden, passieren zum Beispiel auch Wunder, oder? Also im Glauben passieren dann auch die Wunder, oder? Das heißt, du kannst nicht das Wunder erzeugen, du kannst nicht den Glauben erzeugen, aber du kannst gehorsam sein und es tun. Und sehen, dass dann auch der Glaube folgt. Das heißt, oft ist Gehorsam der erste Schritt. Darum ist auch, wie es dort vorhin auch hieß, hey, lasst euch durch Veränderung oder Denkweise neue Menschen verwandeln. Ja, und dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Manchmal müssen wir es nicht immer zuerst schon komplett durchdrungen haben, sondern manchmal einfach nur sagen, und ich nehme es mal an und ich lebe es. Elia, wo er dann vor den Baalspriestern war, und da war dieser große Kampf zwischen Elia und die 500 Baalspriester. und es ging ja so drum, okay, so wenn Feuer vom Himmel kommt, dann wissen wir, wer der echte Gott ist. Und die 500 Baalpriester. Und das Coole ist, Elia hat die so oh, schreit mal lauter, vielleicht ist euer Gott gerade auf dem Klo und so weiter, ja? Und so, das ist einfach echt gut. Elia, das ist schon der Hammer, der Typ. Und was er getan hat, er war gehorsam, er hat ein Opfer und dann kam das Feuer. In unserem Leben, wenn wir mehr Feuer wollen, heißt es Gehorsam und Opfer. Also Gehorsam ist das Futter für Autorität. Gehorsam ist das Futter für Autorität. Wenn wir mehr Autorität sehen wollen, dann heißt es nicht, einfach noch uns mehr anzupassen, sondern mehr im Gehorsam zu sein. Und sagen, ja, Jesus, auch wenn ich es nicht verstehe, immer wieder hatte ich schon Momente, wo ich denke, okay, Gott, was willst du da jetzt genau? Aber ich bin gehorsam. Oder? Und was Gott dann macht, ist einfach so krass. Okay.
Ne, ich glaube, das reicht jetzt ein bisschen. Machen wir Kolosser 1, Vers 22 bis 23 noch zum Schluss, möchte ich noch lesen. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht, durch seinen Tod am Kreuz, in menschliche Gestalt, hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Die Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkündigen. Durch seinen Tod am Kreuz, menschliche Gestalt, hat er uns mit sich versöhnt, um uns in die Gegenwart Gottes zurückzuholen. Das ist sein Herzensanliegen, dass du versöhnt wirst mit Gott und in die Gegenwart Gottes gezogen wirst. Und dass du in der Gegenwart Gottes bist und an seinem Herzen dran bist und nicht mit einer schlechten Alternative Götze dich abgeben musst. Die wirken manchmal so scheinend, die Dinge scheinen manchmal so verlockend, am Ende töten sie ab. So schön, dass du dabei warst. Lass uns doch ein Like da und tipp auf Abonnieren und auf die Glocke, dann wirst du kein Video mehr verpassen, das von uns online geht. Uns wird es aber auch riesig freuen, dich in Person kennenzulernen. Komm doch mal sonntags vorbei in einer von unseren Locations und dann wird es uns riesig freuen, dich dort kennenzulernen. Auf der Seite haben wir einen QR-Code zu PayPal und auch einen Link mit anderen Zahlungsmethoden, wenn du sagst, dass du uns finanziell unterstützen möchtest. Vielen Dank für alles, was du gibst. Uns wird es auch riesig freuen, dir zu helfen, in deinem Leben mit Jesus durchzustarten. Und wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann kontaktiere uns mit dem Kontaktformular unten in der Beschreibung und dann wollen wir dir helfen in den ersten Schritten mit Jesus. Und auch wenn du was mit Jesus erlebt hast, hey, dann lass es uns auch wissen. Wir wollen es mit dir mitfeiern und dir auch helfen auf deinem Weg mit Jesus. Und freut's, wenn du dabei bist und dabei bleibst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.